So. Jawohl. Was ist dann? Was hast du noch? Was ist dann weg? Nicht? Nicht? Weil wir schon bad. Ja. Mensch, hab ich die Wurst. Warte, Wurst. Warte, Wurst. Oh ja. Weil wir schon bad. Neu von Dr. Oetker. Garant mit Liebe. Meine Mutter kocht gerade Pudding. Wetten, dass der wieder antritt? Schon verloren. Garant von Dr. Oetker. Rühre ich einfach nur in heiße Milch. Fertig ist der Kochpudding. Aber dann kann doch gar nichts mehr anbrennen. Eben, mein Schatz. Garant, das ist köstlicher Kochpudding, der garantiert immer gelingt. Neu von Dr. Oetker. Das hat schon manchen aus der Fassung gebracht. Dabei sollten Sie gerade jetzt die Zukunft in den Griff bekommen, zum Beispiel mit einer Volksfürsorge-Lebensversicherung. Sprechen Sie mit der Volksfürsorge, die haben für alles eine Lösung. Keine Sorge, Volksfürsorge. Guck mal da! Snacks, komm zu tun! Hallo Kinder! Jetzt gibt's Kinderzwecks. Ihr wisst doch, die so fein nach Honig schmecken. Da sind doch Vitamine drin. Und schön knusprig sind die Kellogg-Smacks. Stimmt's? Ja, Cheese-Snacks mit zum Frühstück. In den saftigen Stücken von KitKat ist alles, was unsere Katzen gesund hält. Ist die Katze gesund? Freut sich der Mensch. KitKat. Hier zeige ich Ihnen, wie schwierig es doch manchmal ist, Hals und Nase freizukriegen. Gott sei Dank geht's jetzt auch leichter. Damit. Mit Rachengoldhusten, Bonbons, extra stark. Das zieht rein. Das befreit. Nicht nur Hals. Auch die Nase. Nach dem Original der Rachengoldrezept mit extra viel Menthol und Eukalyptus. Holen Sie sich die Rachengoldhustenbonbons extra stark. Die befreien Hals und Nase. Wer kann Ihr Gesicht gründlich und zärtlich zugleich reinigen? Nivea. Von jetzt an reinigt Nivea Ihr Gesicht. Die sanfte Nivea Reinigungsmilch mit hautfreundlichem Eucerid reinigt die Haut gründlich und zärtlich zugleich. Das milde Nivea Gesichtswasser klärt, belebt und erfrischt die Haut. Sie wird glatt und schön. Nivea Gesicht. Die zärtliche Reinigung. Weinbrand Maria Kron präsentiert die schönsten Filmmelodien der Welt auf einer exklusiven Langspielplatte. 16 Originalfilmhits aus Alexis Sorbas Love Story Evita. Don't cry for me, Argentina. Cabaret, Der Pate und viele mehr. Die schönsten Filmmelodien der Welt von einem großen Weinbrand. Maria Kron auf einer exklusiven Langspielplatte im Schallplattenhandel. Mami, warum schmeckt der Spinat denn besser als bei Omi? Vielleicht, weil Omi nicht den richtigen nimmt. Den Iglo-Rahm-Spinat mit dem Blub. Frischer Sahne. Dann muss ich gleich mal Omi anrufen. Ja, den Blub. Den richtigen Schuss frischer Sahne. Den hat eben Iglo-Rahm-Spinat. Iglo, da weiß man, dass er schmeckt. Hallo Oma, kannst du schon den Blub, Blub? Bye.
Das Leben zu zweit wird oft schöner durch den guten Rat eines Dritten, den einer guten Bank. Wir haben jungen Paaren immer gern geholfen, sich die eigene Welt aufzubauen. Mit Krediten und durch Sparpläne. Und viele davon sind nicht nur gut unter die Haube gekommen, sondern inzwischen auch schnell unter das eigene Dach. Volksbank. Wir bieten mehr als Geld und Zinsen. Hallo Inge, wo drückt dich denn der Schuh? Naja, ich suche Pralinen als Mitbringsel für Marion. Da möchte ich schon wissen, welche wirklich frisch sind. Die hier, Ferrero Küsschen. Und die sind immer frisch? Das sind doch die mit den frisch gerösteten Nüssen. Ferrero Küsschen schmecken garantiert. Oh, danke. Oh, Ferrero Küsschen. Das sind doch die mit den köstlich frischen Nüssen. Die esse ich wahnsinnig gern. Ferrero Küsschen, die mit den röstfrischen Nüssen. Kalle Bratfolie, der Geschmackstresor. Napoleon, Muscat Rosé aus Frankreich. Was der im Kopf hat, ganz der Vater. Na dir. Mama. Immer wenn es um gesunde Erfrischung geht. Merzige Apfelschorle. Gerade dann, wenn der Körper wieder nach Flüssigkeit verlangt. Merzige Apfelschorle. Wenn wertvolle Mineralstoffe und wenig Kalorien gefragt sind. Merzige Apfelschorle. Merzige Apfelschorle. Der vollfruchtige, alkoholfreie Durstlöscher ohne Zuckerzusatz. Mit Zitronensaft und wenig Kohlensäure. Leb bewusst, zeig Figur. Merziger. Nichts geht über Natur. Unsere Kinder haben andere Zahnprobleme als wir. Sie brauchen Kariesschutz, mit dem sie auch gerne putzen. Die Blendamid-Forschung hat deshalb neben unserer Blendamid speziell für Kinder Blendamid Junior entwickelt. Ihr Fluorid ist zu 100% in ionischer Form verfügbar. Das härtet jungen Zahnschmelz und macht ihn widerstandsfähiger gegen Karies. Und Blendamid Junior schmeckt so toll, wie sie aussieht. Irre, ein Glitzergel. Damit putzen meine beiden ganz von allein. Die neue Blendamid Junior. Ihr Zahnarzt wird es feststellen. Oh, eine Aladdin, bloß dir gleich die Lampe aus. Die Sonne geht auf über den Haselnusshainen im fernen Hochland von Ordu. Eine große Ernte reift heran für Nutella. Wo sich Tropensonne und Seewind vereinen an der Elfenbeinküste, wächst unvergleichlich aromatischer Kakao für Nutella. Ungestörtes Wachstum auf sonnigen Almen ist der Ursprung für die gute Milch, die in Nutella ist. Damit sie beim Frühstück alles schmecken, was die Sonne hat reifen lassen. Nutella, der gewachsene Geschmack. Hey, ab ins Kerbsche. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Saarländische Rundfunk setzt nun das Programm des Ersten fort. Zuvor ein kurzer Blick auf unsere Sendefolge. Wir beginnen mit dem amerikanischen Spielfilm Der Untergang der Titanic. Um 22.30 Uhr sehen Sie dann aus der Reihe Gott und die Welt einen Beitrag zum Thema Entwicklung braucht Partnerschaft, dargestellt an einem christlich-buddhistischen Modell in Thailand. Um 22.30 Uhr folgen dann die Tagesthemen mit dem Bericht aus Bonn. Gast der anschließenden ARD-Talkshow mit Joachim Fuchsberger ist heute Abend Sigi Harreis. Den ersten Teil der italienischen Filmkomödie Hollywood in Bologna zeigen wir Ihnen um 23.45 Uhr.
Letzte Meldungen der Tagesschau sehen Sie dann um 0.45 Uhr. Doch nun zu unserem amerikanischen Spielfilm Der Untergang der Titanic, den Jean Negulesco 1953 in Schwarz-Weiß drehte. Barbara Stanwyck, Clifton Webb und Robert Wagner sind die Hauptdarsteller in diesem packenden Drama um den 1912 im Eismeer untergegangenen Ozeanriesen, der bis dahin als unsinkbar galt. Wir wünschen euch ein schöner Feier um daheim. Wir hoffen, es geht euch gut und ihr habt nicht die Flemm. Mein Joghurt hat eine Ecke. Eine Ecke mit was drin, mit lauter süßen Früchtchen. Denn fruchtig frisch ist drin. Schlemmerjoghurt von Müller. Wissen. Die Jugend im Trainingslager hat Sportsignal getestet. Das neue Gel mit dem frischen Supergeschmack. Was sagt ihr über Sportsignal? Schmeckt wie Kaugummi. Richtig super frisch. Und was sagt der Trainer? Sportsignal schützt vor Karies und schmeckt so frisch, dass man die Zähne auch wirklich gerne putzt. Sportsignal. Training für die Zähne. Finde ich echt gut. Tach, man hat mir gesagt, dass ich unser Firmenzeichen doch einmal etwas deutlicher zeigen sollte, weil es einige noch gar nicht kennen. Deswegen habe ich es fürs Fernsehen vergrößern lassen. Sehen Sie, so. Agrarfrost Germany. Und dass wir die leckeren Backfritz machen, das wissen Sie doch längst. Guten Appetit aus Aldrup. First time, first love, oh what feeling is this? Electricity flows like the very first kiss. Like a break in the clouds, in the first ray of sun. You said let's share a coke, something new had begun. You can tell all the pieces are starting to fit. You can be how we feel, share my coke, Coca-Cola. Knusprig, kernig, korngesund. Die neuen Frühstückscerealien von Nestle. So ein Knusper Frühstück, schmeckt so knusperstark. Da ist alles Gute drin, aus einem Sommertag. Das ist gesund und macht dich munter, den ganzen Tag lang. Natürlich von Nestle. Wer beim Toben und Spielen mit Kindern merkt, dass der Rücken schmerzt, dem hilft ABC mit wohltuender Heilwärme gegen Muskel- und Gelenkschmerzen. Mit ABC Pflaster, intensiv bis zu 48 Stunden wirksam. Schmerz AD, dank ABC, aus Ihrer Apotheke. In guten Restaurants sagt man, behandle den Fisch mit Respekt. Den Fisch zubereiten ist eine Kunst für sich. Iglo hat sich dieser Kunst angenommen. Mit Schlemmerfilet à la Bordelaise. Große, saftig zarte Filets mit feinwürziger Kräuterkruste. Probieren Sie doch mal. Iglo Schlemmerfilets schmecken der ganzen Familie. Do fressio. Unglaubliches über K2R. Gut, dass ich dich endlich erreiche. Das muss ich.
ich dir erzählen? Stell dir vor, meine weiße Lieblingsbluse völlig verfärbt, kam rosa aus der Wäsche. Und weißt du, wer mir geholfen hat? K2R-Wäscheentfärber, der entfärbt problemlos in der Waschmaschine. Unglaublich. K2R für spezielle Fälle. Natürlich, Le Tartare, der frische Franzose. Excellent. Auch in der guten alten Zeit aß man gern mal einen Snack, so zwischendurch. Hallo, Hallöchen, ich brauche schnellen Snack. Schneller Snack? Das ist doch hier kein Schnellimbiss. Hier ist alles noch hausgemacht, so wie meine Haselnusstafeln. Meine Güte, ist das eine Köstlichkeit? Mhm, wird ja auch mit Ruhe und Sorgfalt gemacht und nur mit besten Zutaten. Oho, was für ein Unterschied. Eben hausgemacht. Hanuta, heute noch so gut wie hausgemacht. Prompti Millabfuhr. Zahnstein kommt immer wieder und muss vom Zahnarzt entfernt werden. Denn Zahnstein kann zu gefährlicher Parodontose führen. Mit Blendamed Formel Z können Sie sich wirksam und zuverlässig gegen Zahnstein und Parodontose schützen. Blendamed Formel Z schützt vor Zahnstein und vor Parodontose. Mein Joghurt hat eine Ecke. Ecke mit was drin, der Knusper-Müsli-Mischung. Der knusprig frisch ist in Knusper-Joghurt von Müller. Oh, was bist du, klein Kutzekäppchen? Eine Teile. Komm mal, angele. Ja. Oh, Werbefernsehen. Ich weiß noch ganz genau, als ich das erste Bonbon von meinem Großvater bekam. Es war Wert das Echte und ich war 4. Ich hatte ein bisschen Mühe, das glitzernde goldene Bonbon auszuwickeln. Aber dann, ich werde nie diesen ersten Geschmack vergessen. Süß und sahnig und unheimlich gut. Ich spürte, du musst was ganz Besonderes sein, wenn dein Opa dir ein so wunderbares Bonbon schenkt. Ja, nun bin ich der Großvater. Und was sonst wohl würde ich meinem kleinen Enkel geben, als meine Wert das Echte? Er ist nämlich auch was ganz Besonderes. Nur das Beste aus der Frucht. Vanille-Trägenuss. Mehr Fruchtfleisch zum Genießen. Mehr Fruchtfleisch, mehr Genuss. Mein Käppchen ist härter wie ein Papa sein Vorschlaghammer. Alles sollte so stabil sein wie ein Samsonite. Unter den Riegeln. Ein bisschen Lampenfieber gehört zu jedem Auftritt dazu. Und natürlich mein Rexona. Denn Rexona ist nicht nur ein besonders gutes Deo. Ich mag auch seine Parfums. Wie das neue Royal Blue. Ein eleganter Duft.
Schön. Rexona lässt sie nicht im Stich. Ja, mit Rexona fühle ich mich wohl. Wir verladen durch den Wald. Der eine macht den anderen kalt. Die ganze Affenbande brüllt. Wer die Kugel durch? Wer die Kugel durch? Meine Heimat ist Hawaii, aber jetzt bin ich Penthouse-Palme. Mistwetter. Trotzdem, mir geht's hier einfach bestens. Ich krieg ja auch jeden Mittwoch mein Substral. Das brauchen wir Zimmerpflanzen. Ich fühle mich hier wie zu Hause. Substral. Bestens für die Natur zu Hause. Sieben, acht, neun, zehn. Ich komme! Was wäre, wenn? Wenn aus Spiel ernst würde? Wenn dieses Kind auf einmal allein dastünde? Wenn es ohne Eltern zurechtkommen müsste? Was wäre, wenn? Fragen, auf die es mit Sicherheit eine Antwort gibt. Lebensversicherung. Damit sichern Sie Ihre Familie ab und sorgen finanziell vor für später. Lebensversicherung. Leben braucht Sicherheit. Sie hören nun ein Soja-Konzert. Soja, Soja, Soja. Soja tanzen für Soja. Soja. Für den Salat ideal. Sojaöl. Von Natur aus reich bedacht. Im Zoo, da ist der Deibel los, die Affe sind besufft. Sie haben eine Flasche mit Schnaps geklaut und haben sie ausgesucht. Die Wächter haben sie voll gemacht bis an den grauen Knopf. Dann haben sie sie ganz nass gemacht in ihrem dolle Kopf. Elefanten sind nicht böse, sie kriegen die Fliege fangen. Und die Giraffe, Männer, gerade wäre ein Kletterstang. Die Lebe, Labe, rund im Kreis und Klabe, sie sind wer. Um jedem lebt, da sitzt er ab, als wenn sie Reiter wär. Doch so ein Affe-Zirkus ist einfach schön. Die kriegst du ihre Lehre, die Kleine mal verstehen. Mit so einem Affe-Zirkus ganz ohne Geld. Spaß, wir Gräser sind manchmal auf der Welt. Morgen, was gibt's denn heute? 40 Grad Wäsche. 40 Grad? Vergiss es, so ein Schmutz muss ich kochen. Denkste, 40 Grad Wäsche. Vergiss es, zu schmutzig. Für ein Vollwaschmittel vielleicht, aber nicht für VIP Express. VIP Express? So viel Kraft hast du bei 40 Grad noch nicht erlebt. Bitte, wenn du meinst. Hat das Kraft? Unschlagbar stark. Schon alles sauber. Siehste? Boah, ist das stark, das VIP Express. Ist 40 Grad unschlagbar stark. Tic-Tac erfrischt meinen Atem 2 Stunden lang. Dabei hat ein Tic-Tac gerade 2 Kalorien. Toll, nicht? Mit dem Fahnder verabschiede ich mich für heute von Ihnen und hoffe, dass Sie natürlich auch morgen wieder bei uns reinschauen. Harry McGraw, Falcon Crest und unser Jackpot-Spiel stehen auf dem Programm. Noch einen schönen Abend. Tschüss und auf Wiedersehen. Jetzt ist die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt, noch größer. Die große Milka. Stück für Stück. Mehr Milka, mehr Genuss. Mit der guten alten Milch. Milka, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Die große Milka, 250 Gramm. Noch nie gab es so viel Milka für so wenig Geld. Ein Shampoo und noch eine Extraspülung, das dauert mir zu lange. Ich habe ein Shampoo. Das beides kann.
Vidal Sassoon Wash and Go. Shampoo und Pflegespülung in einem. Gib meinem Haar Fülle und gleichzeitig Glanz und Geschmeidigkeit. Für mich gibt's nur noch eins. Vidal Sassoon Wash and Go. Salonshampoo und Pflegespülung in einem. Einfach ein paar Eier mehr nahmen badische Hausfrauen bei der Zubereitung ihrer hausgemachten Nudeln für festliche Gelegenheiten. Und wenn es den Gästen dann besonders gut schmeckte, sagten sie, das ist eine richtige Hochzeitsnudel. Heute nehmen Hausfrauen Zabler Hochzeitnudeln. Denn Zabler Hochzeitnudeln werden nach gleichem alten Brauch hergestellt. Und so schmecken sie auch. Zabler Hochzeitnudeln machen den Alltag zum Festtag. Sie spüren sie sofort. Pflege, die die Haut umperlt. Nivea Creme Dusche. Perlig sanft und cremig mild. Pflege hautnah. Nivea Creme Dusche. Das Gefühl zärtlicher Pflege. Du schreibst, na du Großer. Unsere Weltmeister im neuen Guinness-Buch der Rekorde. Höchstleistungen aus Technik und Wissenschaft. Spaß, Sport, unglaubliche Ereignisse im neuen Guinness-Buch der Rekorde. Die Geschenkidee des Jahres. Jetzt überall, wo es Bücher gibt. Oh. Was so? Es war eine Katastrophe. Meinem Andreas stürzte eine Dose Olivenöl mitten in seine Bratensoße. Als er heimkam, war seine nagelneue Jacke hoffnungslos ruiniert. Hatte große Zweifel, dass sie je wieder sauber wird, trotz Ariel. Doch unglaublich, das gute Stück wurde wieder wie neu. Toll, dass man sich so auf Ariel verlassen kann. Ihre Ellie Dietsch. Kriegt ihr Waschpulverbratensoße raus? Ariel wäscht nicht nur sauber, sondern rein. Adler ist Allgäu. Unser Allgäu. Frisch aus dem Allgäu kommt die unnachahmliche Edelcreme von Adler. So edel, so cremig, so zart. Adler Edelcreme. Adler ist Allgäu. Wenn ich so aussehen wird wie du, werde ich nicht bei der Leit klingeln. Mein Name tut nichts zur Sache. Bis vor 5 Tagen konnte ich mein Gesicht jedenfalls nicht öffentlich zeigen. Pickel. Dann ein heißer Tipp. Geh in die Apotheke. Ultraclerasil. Neu. Medizinisch hochaktiver Wirkstoff. Wirkt super schnell. In nur 5 Tagen. Nach nur 5 Tagen holte mich Karin dann raus. Sie sagte, ich sehe verdammt gut aus. Neu. Ultraclerasil. Und die Tage deiner Pickel sind gezählt. Alles klar. Dieser Jägermeister ist für Bernie. Oh Mann! Weil man auch in neuen Welten immer wieder auf alte Probleme tritt. Jägermeister, weil es immer einen guten Grund gibt. Betreten verboten? Ei, so etwas. Hey, wo ist denn meine... Was suchst du? Meine Zahnstein-Zahncreme. Katja, wo ist meine Zahnstein-Zahncreme? Klaus, wir haben doch jetzt Splendax Antibelag. Die entfernt nicht nur Zahnbelag, sondern schützt auch vor Zahnstein. Der Färbetest von Splendax Antibelag macht den gefährlichen Zahnbelag sichtbar, der zu Karies und Zahnstein führen kann. Splendax Antibelag entfernt Zahnbelag und schützt vor Karies und Zahnstein. Mensch, sag das doch gleich. Lassen Sie nichts auf Ihre Zähne kommen. Splendax Antibelag. We'll be right back.
gesund, freut sich der Mensch. KitKat. Albtraum. Es war zum Heulen. Meine kleine Tochter stibitzte sich ein Stück Heidelbeerkerne. Prompt war ihr liebstes Kleidchen voller Flecken. Doch schlimmer war, mein Pulver hat die Flecken nicht ganz rausgebracht. Bitter enttäuscht gab ich Ariel Flüssigmischung. Mit Vorbehandeln. Und siehe da, Ariel Flüssig hat das Kleidchen doch noch gerettet. Gratuliere, Anni Braunmüller. Ja, Ariel Flüssig wäscht nicht nur sauber, sondern rein. Garantiert biologisch abbaubar. Immer dann, wenn es um gesundes Genießen geht. Merziger Apfelsaft. Gerade dann, wenn wertvolle Mineralstoffe und Spurenelemente gefragt sind. Merziger Apfelsaft. Weil vollfruchtiger Geschmack die Spitzenqualität dieser Marke garantiert. Merziger Apfelsaft. Ein echter Genuss. 100% Frucht aus 3 Pfund herzhaft vollreifen Äpfeln. In jeder 1 Liter Pfandflasche. Leb gesund. Trink Früchte pur. Merziger. Nichts geht über Natur. Liebe Zuschauer, Karin und ich, wir begrüßen Sie zu einer neuen Jackpot-Runde und natürlich auch unseren Mitspieler. Am Telefon ist der René. Hallo. Hallo, ja, hier ist René Giese aus Saarlouis. Aus Saarlouis. Wie alt bist du? 15 Jahre alt. Und willst du uns vielleicht noch sowas wie deine Hobbys verraten? Oh, ich beschäftige mich mit Computer und Sport, alles mögliche im Prinzip. Computer, hast du ein kleines Laptop zu Hause stehen? Ja, einen kleinen. Ja, und was machst du darauf? Schularbeiten? Auch mit Textverarbeitung, eben alles mögliche. Wieso braucht man mit 15 Jahren schon Textverarbeitung? Das musst du mir erklären. Ja, also man schreibt Briefe oder ach, irgendwie irgendwas. An die Brieffreundin? Ja, auch. Hast du welche? Das verrate ich nicht. Okay, das darf gerne dein Geheimnis bleiben. Computer, du kennst dich also aus, vielleicht auch mit unserem Computerspiel, das wir gleich zusammen spielen, René. Ja. Kennst unser Ballspiel mit Sicherheit? Ja. Braucht ihr sicher auch nicht mehr dazu zu erklären? Nein. Jetzt bitte ich die Karin anzufangen und pass gut auf, ich drücke dir die Daumen, toi, toi, toi. Links, Mitte, rechts, links, Mitte, rechts, links. Ist es vorbei. Ja, 5 Punkte. Pech gehabt. Noch 5 Punkte und du hättest unseren Jackpot geknackt. Ja. René, schade. Oh Mann, bin ich schlecht. Na was, aber bestimmt nicht, wenn ich dir sage, wie wenige hier nur die 60 Punkte schaffen. Das ist schon eine magische Grenze, weil das Spiel wechselt ja auch sehr schnell immer das Tempo, hast gemerkt. Ja, ja, sicher. Ja, das ja. Sieht so leicht aus. Ja, eben. Und wenn man es dann spielt, genau. Dann wundert man sich. Aber immerhin 55 Mark. Ja, klar. Und wohin kommen die? Ins Sparschwein oder werden die gleich in eine neue Diskette investiert? Nein, die kommen ins Sparschwein. Und worauf sparst du? Auf einen Monitor. Einen Monitor? Ach so, für den Computer. Ja. Klar. Also ich hoffe, dass du bald was zusammen hast und wenn nicht, dann spiel einfach wieder mal bei uns mit und schick uns eine Postkarte. Na klar. Ja? Okay, danke fürs Mitspielen. Tschüss, René. Tschüss. Nach Saarlouis. Tschüss. Und die Karin verrät uns jetzt, wie die Adresse lautet, wenn Sie beim Jackpot mitspielen wollen. Aber sicher. Schreiben Sie bitte unter dem Kennwort Jackpot an den Saarländischen Rundfunk, Postfach 1050 in 6600 Saarbrücken, mit Adresse und Telefonnummer natürlich. Der aktuelle Bericht, guten Abend, verehrte Zuschauer. Mit einem Erlös von umgerechnet 15 Millionen Mark rechnet das Londoner Auktionshaus Sotheby's
wenn in seiner Genfer Niederlassung der Schmuck der verstorbenen Herzogin von Windsor unter den Hammer kommt. Angeboten werden 200 Schmuckstücke, die der englische König Edward VIII. Seiner Frau schenkte. Um solch horrende Beträge geht es zwar nicht bei uns in der Sendung, aber wie wir meinen, um wichtige Informationen. Wir beginnen mit Nachrichten und Kurzfilmen. Die saarländische CDU hat Ministerpräsident Oskar Lafontaine aufgefordert, bei seinen Gesprächen mit dem DDR-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker die Frage menschlicher Erleichterungen in den Mittelpunkt zu rücken. Voraussetzung dafür seien mehr Kontakte zwischen den Menschen in West und Ost mit mehr Freizügigkeit und besseren Voraussetzungen für Reisen in beiden Richtungen. Das französische Atomkraftwerk Cattenom hat sich gestern Nachmittag ohne erkennbaren Störfall automatisch abgeschaltet. Das teilte die Präfektur in Metz der Landesregierung heute mit. Danach soll der Block 1 des Atomkraftwerkes aber heute wieder auf volle Leistungen gebracht werden. Die Staatskanzlei in Saarbrücken verlangt von den zuständigen Stellen in Frankreich eine lückenlose Aufklärung über die genauen Ursachen der automatischen Abschaltung. Vor einer Stunde wurde in Völklingen ein neuer Bürgermeister gewählt. Mit 28 von 48 abgegebenen Stimmen entschieden sich die Stadträte für den 49-jährigen Fritz Diehl von der SPD. Auf seinen Gegenkandidaten, den 57-jährigen Erwin Sens von der CDU, entfielen 17 Stimmen. Die drei Grünen enthielten sich der Stimme, weil sie aus Kostengründen eine niedrige Besoldung des Bürgermeisters verlangten, sich aber nicht durchsetzen konnten. Diehl, jetzt erster Mann hinter Oberbürgermeister Durand, wurde 1974 stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Völklinger Stadtrat. Er übernahm 1979 den Vorsitz der SPD für Dr. Gemmel, als dieser die Bürgermeisterstelle enthielt. Dr. Gemmel scheidet jetzt aus Gesundheitsgründen aus seinem Amt aus. Diehl sieht seine Hauptaufgabe darin, die Stadtkernsanierung voranzutreiben und Industrieflächen zu reaktivieren. Das Wirtschaftswachstum im Saarland ist auch im vergangenen Jahr hinter der Entwicklung im übrigen Bundesgebiet zurückgeblieben. Das teilte heute das Statistische Landesamt mit. Danach stieg das Bruttoinlandprodukt, das als Maßstab für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung gilt, an der Saar 1986 um 2% gegenüber 2,5% im Bundesdurchschnitt. Die Lebenshaltungskosten haben sich im Februar um 0,2% erhöht. Sie lagen damit aber immer noch um 0,2% niedriger als im letzten Jahr. Bei einer Untersuchung über die Löhne im Saarland stellte das Statistische Landesamt folgende Ergebnisse mit. Innerhalb des Handwerks haben die Schlosser die höchsten, die Elektriker dagegen die niedrigsten Löhne. Danach verdient ein Schlosser pro Stunde 16,77 Mark, während sich ein Elektriker mit 14,87 Mark begnügen musste. Auf die Bedeutung einer qualifizierten Ausbildung im Handwerk hat der Präsident der Handwerkskammer Winfried Frank hingewiesen. Bei dem traditionellen Presseabend erklärte Frank, aufgrund der rückläufigen Entlassungszahlen von Schülern müssten gezielte Anstrengungen unternommen werden, um dem Handwerk auch in Zukunft den geeigneten Nachwuchs zu sichern. Im vergangenen Jahr wurden im saarländischen Handwerk 4.200 Lehrlinge neu eingestellt. Im Augenblick beläuft sich die Zahl der Auszubildenden auf rund 11.500. Seit heute beraten die Fernsehchefredakteure und die Kulturredakteure der ARD in Saarbrücken über die Programmplanung des ersten deutschen Fernsehens. Ein Hauptpunkt ist die filmisch-dokumentarische Aufarbeitung von Gedenk- und Jahrestagen. So plant unter anderem der Bayerische Rundfunk eine dreiteilige Serie über die Gründung der Bundesrepublik vor 40 Jahren. Der Sender Freies Berlin erstellt zum August ein Porträt von Erich Honecker, der in diesem Jahr 75 wird. Die Tagung, die bis morgen dauern wird, befasst sich weiterhin mit dem europäischen Film- und Fernsehjahr 88 und der endgültigen Gestaltung der ARD-Programmzeitschrift ARD Magazin. Eine negative Bilanz der zweijährigen Amtszeit von Kultusminister Breitenbach zog heute der saarländische Lehrerinnen- und Lehrerverband. Unter Hinweis auf frühere Forderungen von Professor Breitenbach kritisierte der SLLV-Vorsitzende Bernd Rupp vor allem das Fehlen eines Schulentwicklungsplanes, die Vernichtung von Lehrerplanstellen und die gestiegenen Klassenfrequenzen. Rupp ging auch auf den Schulstandort Orschholz ein. Die Hauptkritik bei diesen Maßnahmen richtet sich dagegen, dass also erstens einmal diese Maßnahmen erfolgen, ohne dass ein entsprechender Schulentwicklungsplan vorliegt.
Der Minister hat noch zu Zeiten, als er Oppositionspolitiker war, ständig einen solchen Plan angemahnt. Und das Zweite, wir sind der Auffassung, dass für diese Maßnahmen ausschließlich finanzielle Gründe vorgetragen werden. Es gibt dafür überhaupt keine pädagogischen Gründe. Man muss in Orscholz die Situation so sehen. Dort besteht ein mittlerer Bildungsabschluss. Die Realschule selber hat die Voraussetzung für ein Weiterbestehen nicht. Aus unserer Sicht gibt es drei Wege. Erstens einmal eine Hauptschule mit einem freiwilligen 10. Schuljahr. Zweitens eine Kooperation von Haupt- und Realschule, ebenfalls mit mittlerem Bildungsabschluss. Und als letzten Weg käme dann eben die Gesamtschule. Das sind aber dann letztlich politische Entscheidungen. Mhm. Es ist also keineswegs so, dass wir jetzt für Auschwitz nun eine Gesamtschule als solche fordern werden. Bei einem Besuch des Versorgungsamtes in Saarbrücken zeigte sich die Sozialministerin Brunhilde Peter erfreut, dass es nach 15 Jahren gelungen sei, dieses Amt zusammenzulegen. Das Versorgungsamt ist von der Talstraße in das ehemalige Verwaltungsgebäude der Burbacher Hütte umgezogen. Bauliche Mängel sollen schnellstens beseitigt werden, erklärte die Ministerin. Vordringlich sei eine Rampe für Rollstuhlfahrer. Heute Morgen im Forum des Rathauses von Homburg. Eröffnung des deutsch-israelischen Seminars unter dem Motto Hat die Vergangenheit eine Zukunft? Eingestimmt wurden die Teilnehmer und Gäste vom Chor des Johanneum-Gymnasiums in Homburg. Rudi Müller, links im Bild, der Vorsitzende der deutschen Sportjugend, wies in seiner Ansprache auf die herausragende Bedeutung des bilateralen Jugendaustauschs zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Israel hin, auch unter der Belastung der jüngsten Vergangenheit. Auch die saarländische Sportjugend hat, wie ihr Vorsitzender Heinz Gutzmann ausführte, seit 1971 intensiven Jugendkontakt mit Israel gepflegt. Bis heute sind über 50 Austauschmaßnahmen mit etwa 1500 Jugendlichen und Führungskräften durchgeführt worden. 14 Fachverbände des Landessportverbandes für das Saarland haben sich daran beteiligt. Barbara Behlen-Fiene hielt das Einführungsreferat unter dem Thema Anspruch und Wirklichkeit. Das Seminar dauert noch bis Freitag an. Ziel ist, eine Bestandsaufnahme zu erstellen und Perspektiven für den deutsch-israelischen Jugendaustausch aufzuzeigen. Nur wenige Minuten nach einem Schaufensterblitzeinbruch in ein Juweliergeschäft in der Saarbrücker Innenstadt konnte der Täter von der Polizei festgenommen werden. Er hatte Schmuck im Wert von 42.000 Mark erbeutet. Der Mann hatte die Schaufensterscheibe mit einer Axt eingeschlagen. Bei ihrem Umzug in ein Altenheim ist eine 77-jährige Frau in Saarbrücken um 57.000 Mark bestohlen worden. Als Dieb nahm die Polizei einen Mann fest, der beim Umzug geholfen hatte. Dabei soll er in einem Schrank eine Plastiktüte entdeckt haben, in der die alte Frau ihre Ersparnisse gesammelt hatte. Die Polizei konnte noch 44.000 Mark sicherstellen. Den Rest hatte der Mann für Kleidung und Sportsachen ausgegeben. Beim Überqueren der Bahngleise ist ein kleiner Junge heute Nachmittag in Saarbrücken von einem Zug erfasst und getötet worden. Der Lokführer, der eine Schnellbremsung versuchte, brachte den Zug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Er erlitt einen Schock. Der Junge konnte bisher nicht identifiziert werden. Das Wetter. Der Winter soll in Südwestdeutschland noch mindestens eine Woche für Nachtfrost bis zu minus 10 Grad sorgen. Die Trierer Meteorologen sagten heute ein wolkenloses und sehr kaltes Wetter für die nächsten 7 Tage voraus. Hoffnungen von Wintersportlern, in dieser Wintersaison noch einmal auf ihre Kosten zu kommen, können nach den Prognosen der Wetterkundler endgültig begraben werden. Morgen also sonnig bei Höchsttemperaturen um 2 Grad. 8 Jahre, meine Damen und Herren, gibt es jetzt den Max-Ophüls-Wettbewerb der Stadt Saarbrücken für den deutschsprachigen Nachwuchsfilm. Es ist sicherlich nicht übertrieben, wenn man sagt, dass er im Laufe der Jahre zu einem der bedeutendsten Kulturereignisse in diesem Lande geworden ist. Gerade in diesem Jahr war die Resonanz im In- und Ausland größer als je zuvor. Aber hinter den Kulissen des Wettbewerbs kriselt es allerdings schon seit geraumer Zeit. Als sich die Preisträger von 1987 Ende Januar der Öffentlichkeit präsentierten, schien die Saarbrücker Filmfestivalwelt noch in Ordnung. Gruppenbild mit Oberbürgermeister. Indiz fürs gestiegene Renommee auch überregional, Max Ophüls Gewinner Francesca wurde gegen alle Spielregeln nachträglich ins Programm der Berliner Filmfestspiele aufgenommen.
Mit Marilyn Monroes Filmlustspiel Das verflixte siebte Jahr kokettierte die Festivalleitung beim siebten Mal. Doch der große Katzenjammer kam erst in diesem Jahr. Klein wie das Gefährt im Siegerfilm bei der Premiere 1980, auch der Rahmen des Festivals. 12 Filme, 22 Regisseure und Kritiker, 500 Besucher. Diesmal platzte das Ganze schier aus allen Nähten. 30 Filme, 260 Akkreditierungen, fast 14.000 Besucher. Tja, zum einen ist es natürlich wunderschön, wenn ein Festival so zu einem Erfolg sich entwickelt. Das ist natürlich eine schöne Sache, aber unsere Organisation ist nicht mitgewachsen. Wir stehen eigentlich immer noch auf dem Stand von vor 5 Jahren. Der Ofenspreis als eigene Veranstaltung war ja mehr oder weniger eine Attraktion für das Saarbrücker Stadtkino Kamera. Inzwischen ist daraus ein Festival geworden. Es ist eine Eigenentwicklung eingetreten. Bedeutet natürlich, dass man auch eine Organisation braucht, um dieses Festival durchzuziehen. In der Vorbereitung, während des Festivals und auch in der Nachbereitung. Ich für meine Person sehe Schwierigkeiten, das so weiterzumachen. Ich kann es so nicht. Zu den Personal- und Finanzproblemen kommt noch die räumliche Enge des städtischen Filmbüros, das gerade ausreicht, um den Organisationsbedarf des Filmkunsttheaters Kamera abzudecken. Der Max-Ophüls-Preis in der Krise, ein Alarmzeichen nicht nur für die regionale Kulturszene. Der junge deutschsprachige Film würde eine Plattform verlieren und damit die Möglichkeit, sich nach außen darzustellen. Denn wir alle wissen, dass die Filme von Nachwuchsregisseuren nach wie vor leider in den deutschen Kinos kaum einen Platz finden, dass sich kaum noch Verleiher dafür interessieren. Das heißt also, wenn Saarbrücken entfällt, entfällt damit eigentlich die Plattform überhaupt, sich einem Publikum öffentlich zu präsentieren. 450.000 Mark kostete das Festival des französischen Theaters 86. 120.000 mehr als vorgesehen. Genauso viel wie der Ophüls-Wettbewerb in diesem Jahr. Jetzt entschlossen sich Stadt und Land zu einer Rettungsaktion. Ich denke, dass wir die Arbeit, die normale Arbeit des Filmbüros verstärken müssen, personell, sodass Herr Stubi mehr Zeit für das Festival hat. Ich denke daran, dass wir eben 1 oder 2 Mitarbeiter zusätzlich an die Hand geben können, möglichst bald, wenn das gelingt. 50.000 Mark will die Landesregierung künftig zuschießen. Der Infarkt für das Festival der Blauen Herzen scheint somit fürs Erste abgewendet. Wäre ja wohl auch schade drum. Die Nachfrage nach qualifizierten Handwerkern in der Denkmalpflege sowie der Stadt- und Dorferneuerung hat sich auch im Saarland deutlich verstärkt. Aus diesem Grunde arbeitet der Landeskonservator als verantwortliche Denkmalschutzbehörde des Saarlandes jetzt eng mit der Handwerkskammer zusammen. Besonders der ratsuchende Hausbesitzer, der renovieren oder umbauen will, kann sich dort fachmännisch beraten lassen. Über Denkmalschutz oder mögliche Bezuschussungen historischer Bausubstanz darf man in der Handwerkskammer allerdings nicht entscheiden. Dafür ist lediglich der Landeskonservator zuständig. Die Handwerkskammer in der Saarbrücker Hohenzollernstraße. Hier wurde im Februar letzten Jahres eine Beratungsstelle für Denkmalpflege eingerichtet. Leiter der Abteilung ist Diplom-Ingenieur Rudolf Garber, links im Bild. Er verfügt über eine handwerkliche Grundausbildung als Tischlermeister. Zudem sammelte er als freiberuflicher Architekt Erfahrungen in der Altbausanierung und Denkmalpflege. Normalerweise müsste zusätzlich seine Beratungsstelle den Begriff der Althaussanierung im Namen führen, denn dafür ist sie auch zuständig. Was für eventuelle Denkmalbesitzer besonders wichtig ist, bei der Kammer werden im Computer Adressen jener Handwerksbetriebe gespeichert, die sich durch erfolgreiche Arbeit im Bereich Denkmalschutz und Althaussanierung einen Namen gemacht haben. In der Beratungsstelle können sich Interessenten Informationen aller Betriebe des Bau- und Ausbaugewerbes abholen, die Erfahrungen in der Denkmalpflege haben und dies nachweisen können. Eine fachkundige Beratung ist also gewährleistet. Auch diese Tischlerei in Altenkessel gehört der sogenannten Denkmalpflege-Betriebskartei der Handwerkskammer an. Hier wird gerade ein beschädigtes und vor dem Verfall gerettetes Fenster wieder original instand gesetzt. Der Betrieb kann Referenzobjekte vorweisen, sodass sich jeder Kunde einen Eindruck über die Qualität der ausgeführten Arbeiten verschaffen kann.
Dieses restaurierungsbedürftige Vorgartengitter wurde von einer Saarbrücker Schlosserei demontiert. Zurzeit wird es entrostet und erneuert. Von einem Schmied werden fehlende Stäbe des Jugendstilgitters in alter Technik nachgearbeitet. Dazu gehört nicht nur fachmännisches Können, sondern auch kunsthandwerkliches Talent und historisches Wissen. Für die Handwerker sind Denkmalschutz und Altbausanierung interessant, weil sich dabei in Zeiten rückläufiger Neubautätigkeit Geld verdienen lässt. Restaurierung und Sanierung sind eine beliebte Verdienstquelle. Vor diesem kürzlich fertiggestellten Wohnhaus in St. Arnual finden wir das restaurierte und neu verzinkte Jugendstilgitter wieder. An dem Gebäude, das um die Jahrhundertwende errichtet wurde, wird im Einzelnen deutlich, wie in einer Renovierung und Instandsetzung behutsam mit der Bausubstanz umgegangen wurde. Die Haustür ist nach alten Befunden wiederhergestellt. Das Treppenhaus wurde original instand gesetzt und erscheint in seiner alten Schönheit. Der Fliesenboden mit seinem historischen Muster, an manchen Stellen ausgebessert, ansonsten in seinem ursprünglichen Zustand gelassen. Weiterhin sind die wertvollen Zimmertüren, Dielen, Fußleisten, Fenster sowie Stuckornamente in den Räumen des Hauses auf Wunsch des Besitzers erhalten worden. Die Nachfrage nach Schönheit und Qualität befindet sich wieder im Aufwärtstrend. Die Handwerkskammer des Saarlandes bemüht sich verstärkt, künstlerisch-gestalterische Elemente in ihre Weiter- und Ausbildung mit einzubeziehen. In unserem neuen Weiterbildungsprogramm Gestaltung im Handwerk bieten wir derzeit Lehrgänge im Bereich perspektivisches Zeichnen, Freihandzeichnen und den Grundlagen der Gestaltung an. Das Saarlandmuseum hat uns in diesem Gebiet unterstützt und uns eine Führung an 8 Abenden für interessierte Handwerker angeboten. An dem Ölgemälde Stillleben mit Tieren und Pflanzen von Abraham Mignon aus dem Jahre 1670 erhalten die Handwerker eine praktische Einführung in die lebendige Kunstgeschichte der frühbarocken Malerei. Ziel der insgesamt 9 Führungen des Museumspädagogen Wilhelm Österreich: Die Handwerker sollen die wesentlichen Entwicklungsstufen der Kunstgeschichte kennenlernen, vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. So können sie ihre gestalterische Arbeit besser einordnen und Anregungen für ihre Tätigkeit bekommen. Selbstverständlich darf auch die Besprechung der Skulptur wie dieser lothringischen Madonna mit Kind nicht zu kurz kommen. Ja, als Malermeister bin ich daran interessiert, diese Kunst zu hinterfragen. Das gelingt mir halt hier mit diesem Abend, den die Handwerkskammer eingerichtet hat. Und ich bin daran interessiert, vielleicht später restauratorische Arbeiten auszuführen, weil mich die Dinge immer schon bewegt haben. Und ich habe das Angebot dankend angenommen und ich finde es sehr gut. Bevor man solche historische Zeugnisse unwiderruflich vernichtet, sollte man die Beratungsstelle der Handwerkskammer aufsuchen. Letztes Thema für heute. Wer einen Flug Berlin-Saarbrücken gebucht hat, der kann auch schon mal ganz überraschend unsere lothringische Nachbarstadt Metz kennenlernen. Allerdings unfreiwillig und nur für kürzere Zeit. Es wäre nicht das erste Mal, wenn dieser Linienflug wetterbedingt in Frankreich endet. Dass dies durchaus mit Problemen verbunden ist, um deren Beseitigung man derzeit bemüht ist, schildert der Beitrag von Klaus Becker. Zweimal täglich startet und landet eine Dan-Air-Maschine in Saarbrücken-Enzheim auf der Route von und nach Berlin. Die englische Fluggesellschaft registriert ein steigendes Passagieraufkommen auf ihrer Linie zwischen dem Westen der geteilten Stadt und der saarländischen Landesmetropole. Hin und wieder endet ein solcher Flug aber auch in Frankreich, nämlich dann, wenn die Dan-Air-Piloten wegen Nebels über Enzheim nach Metz ausweichen müssen. Nach Metz, weil dort der Flughafen Frescati von Saarbrücken aus der am nächsten gelegene ist. Für solche Fälle gibt es zwischen der Fluggesellschaft und dem saarländischen Wirtschaftsministerium einerseits sowie den französischen Behörden auf der anderen Seite Absprachen, die allerdings noch nicht vertraglich festgeschrieben sind. Das heißt, nach dem Zollrecht unseres Nachbarlandes reisen die Passagiere eines innerdeutschen Fluges zunächst einmal nach Frankreich ein und unterliegen den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen. Da die französischen Zöllner sich hier in der Regel als recht kulant erweisen, dauert es meist nicht lange, bis ein Reisebus für die Rückfahrt nach Saarbrücken-Enzheim starten kann.
Mit einer Verzögerung von rund 2 Stunden treffen dann die Passagiere aus Berlin am Zielflughafen ein. Ein zwischenstaatliches Gentleman Agreement, das jeder völkerrechtlichen Grundlage entbehrt. Hat auch die britische Fluggesellschaft Dan Air zum Beispiel auch Stewardessen aus Neuseeland, die in Metz die Maschine gar nicht verlassen dürften. Denn für die Einreise nach Frankreich brauchen Neuseeländer ein Visum, das so kurzfristig ja nicht zu beschaffen ist. Von solchen Ausnahmefällen einmal abgesehen, einer offiziellen Einreise nach Frankreich in Metz folgt logischerweise dann die offizielle Ausreise am Grenzübergang Goldene Brem und folglich nach bundesdeutschem Recht wieder die offizielle Einreise ins Saarland. Berlin-Saarbrücken. Ein Abenteuer, das Frage nach dem Sinn einer europäischen Gemeinschaft aufwirft. Auch wenn die französischen und deutschen Zöllner die Nebelpassagiere aus Metz großzügig behandeln, Mindestkontrollen wie das Überprüfen von Ausweisen müssen sie schon vornehmen. Gibt es da nicht die Möglichkeit eines Abkommens zwischen den Behörden beider Länder? Es tut sich was, nachdem kürzlich auch Wirtschaftsminister Hajo Hoffmann nachts in Metz statt in Saarbrücken landen musste. Ja, ich sehe eine gute Chance dafür. Ich selber habe das ja jetzt am eigenen Leibe einmal verspürt. Und wir müssen wissen, dass in diesem Dreiländereck zwischen Metz, Luxemburg und Saarbrücken ein ständiger Austausch immer möglich sein muss aufgrund der Wetterlage. Wir haben bisher eine Absprache, die aber noch nicht in Vertragsform gegossen ist. Und ich hoffe, dass wir das jetzt so stabilisieren können, dass die Deutschen bzw. die Partner, die an den Flughafen Ensheim wollten, in Metz, wenn sie dort landen müssen, sofort als ganze Gruppe in einen Autobus genommen werden, sofort über die Grenze transportiert werden und ohne weitere Formalitäten dann in ein entsprechendes Geschäft überführt werden können. Auch die Dan Air bemüht sich um eine Lösung des Problems. Es gab entscheidende Verhandlungen mit französischen und deutschen Behörden. Ein Abkommen ist in Sicht. Berlin, Metz, Saarbrücken. Bald ein innerdeutscher Flug? Übrigens, ein solches Abkommen gibt es zwischen Frankreich und Luxemburg, denn auch die Luxair muss ab und zu ungewollt in Metz landen. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Noch eine für dich. So, ja. Ballisto. Moment, jetzt gibt's erstmal ein Ballisto. Ballisto. Seit wann isst du denn Süßes? Seit wann isst du Keksriegel? Hier, probier mal. Der wird dir schmecken. Ballisto. Herzhafter Keks mit Vollkorn. Viel Gutes drin. Umhüllt von leckerer Milchschokolade. Ballisto schmeckt mir. Mhm. Der ist anders, nicht so süß. Ballisto. Der Keksriegel. Schmeckt enorm. Und hält in Form. Saubere Arbeit. Musst wohl feste Zähne haben. Natürlich. Wie machst du das? Natürlich putzen. Solltest du auch. Mit Dentagard. Dentagard? Ja, die enthält Kamille, Myrrhe, Minze und Salbei. Als Naturkräuterextrakte in den grünen Streifen. Dentagard. Vor Parodontose schützt, natürlich putzen. So, und jetzt auf die Geburtstagskarte nach die Erdbeeren. Nur die Besten. Du bist aber wählerisch. Tja, für meine Familie nur vom Besten. Beim Orangensaft bist du wohl nicht so wählerisch, ha? Und ob? Wir trinken Valensina. Also wir haben was Besseres. Was Besseres? Moment, mach die Augen zu. Der neue Valensina? Beim neuen Valensina schmeckt man noch mehr seinen Anteil an Spätapfelsinen. Bis zu 13 Monate Sonne machen Valensina so fruchtig. Augen auf? Ach so, frisch gepresst, oder? Mhm. Apfelsinensaft aus Konzentrat. Aber riecht doch fast wie frisch gepresst. Und schmeckt auch fast wie frisch gepresst. Was ist es dann? Der neue Valensina. Dittmeiers Valensina, der fruchtig-herbe Apfelsinensaft. Außerdem gibt's einen sonnig-süßen Nektar. Wählerische Mütter wählen Valensina. Immer, Mann, ich immer auf den Nerven rum. Ich hab noch mal meine Arme und bin noch so jung. Portas behauptet, alte Türen und Küchen werden in einem Tag perfekt renoviert. Was meinen Sie? Top, die Zeit läuft.
Gutes wird erhalten. Altes und Verwohntes wird durch das Portas-Renovierungssystem wie neu verschönert. Portastisch! Das ist die Portas-Türen- und Küchenrenovierungsidee. Schnell, sauber, perfekt. Es gibt immer noch Leute, die glauben, alle Frauen wären mit dem Gleichen zufrieden. Camelia weiß, dass jede Frau anders ist und ganz individuelle Bedürfnisse hat. Darum gibt es für jede Frau nichts Besseres als Camelia. Damit sie sich immer ganz frei und sicher fühlen können. Camelia! Es ist ein beruhigendes Gefühl, dass mit einem Commerzbank-Privatkonto alle Buchungen für 3 Mark im Monat pünktlich erledigt werden. Auch wenn Sie mal länger unterwegs sind. Commerzkreditbank, die Bank an Ihrer Seite. Fioretto. Fioretto ist leicht. Ist verlockend umhüllt und anregend gefüllt. Fioretto von Lindt, Zauber der Verführung. Komm mit zum DM, komm mit zum DM. Die DM hat fairerweise große Marke, kleine Preise, darum kommt man Filme zum DM. DM, Deutschlands Drogeriemarkt Nummer 1. Große Marken, kleine Preise. Martin! Ah, Zeit für den Kaffee. 2 Dinge lässt sich Frau Wagner nicht nehmen. Ihre Bridge-Runde und meinen Kaffee. Nacht und Tag von Jakobs. Entkoffeiniert und deshalb für viele so bekömmlich. Und weil er das wunderbare Jakobs-Aroma hat, ein Genuss für alle. Wunderbar. Jetzt noch Kaffee? Martin, Sie bringen mich um einen Schlaf. Seien Sie unbesorgt. Weder ich noch mein Kaffee. Nacht und Tag. Unbeschwerter Kaffeegenuss rund um die Uhr. Wir wünschen Ihnen mit den Salotis einen vergnüglichen und angenehmen guten Abend. Mensch, ist der weich. Neu? Nein, mit Perwoll gewaschen. Hey, hey, super! Die Packung, stopp! wie weich, die habt ihr wohl neu? Nein, mit Perwoll gewaschen. Na, dann probiere ich das auch mal. Mein Koffer! Darf ich? Oh, wie kuschelig, neu? Ah, mit Perwoll gewaschen. So, Perwoll. Hey! Perwoll, damit es Schmusewolle bleibt. Wenn Sie einen gründlichen Reiniger für Ihre dritten Zähne suchen, nehmen Sie Kukident 2 Phasen. Den einzigen mit 2 aktiven Reinigungsphasen. Die reinigen bakterientief und schützen so vor Mundgeruch und Entzündungen. Sehen Sie, schon die erste Phase macht gründlich sauber. Die zweite Phase geht in die Tiefe und bekämpft schädliche Bakterien. Das Mikroskop beweist, bakterientief rein. Vertrauen Sie deshalb auf Kukident 2 Phasen. Bakterientiefe Sauberkeit für Gesundheit im Mund. Von Langnese gibt es eine aufregende Eiskomposition. Schwarzwald Royal. Unter vielen zarten Eiskrönchen, köstlicher Soße und Schokoladenstreusel, verbirgt sich zart schmelzendes Eis und darin eingebettet ein Herz aus Frucht. Schicht für Schicht eingedicht. Schwarzwald Royal, nur von Langnese. Dieses Jahr kommt der Frühling aus Köln. Der neue Ford Sierra ist da. Zu einer vollendeten Form gibt es jetzt eine formvollendete Alternative.
neuen Ford Sierra Stufenheck. Ein ausgereiftes Auto ist noch schöner geworden und noch sicherer. Denn den neuen Sierra können Sie jetzt auch mit ABS bekommen. Der neue Ford Sierra. Mit Fließheck, mit Stufenheck oder als Tourneo. Ford. So viel Auto braucht der Mensch. Hallo Kinder, ich bin Harry Hase aus dem Kinderschokoland. Kommt mit ins Kinderschokoland, da ist auch unser Schokofant. Ein süßer Typ, das seht ihr auch, hat Schokoeier in seinem Bauch. Hey Harry Hase, ist das nicht toll? Die lustigen Kinder-Eckis, der ganze Typen voll. Und die Doggies so schön bunt, schmecken allen zerkehn im Mund. Schaut die leckeren Kindersofties von besonderer Art. Außen knusprig, innen cremig, zart. Und auch ihn könnt ihr haben, ist doch klar, denn unter seiner fröhlichen Fassade ist noch unser Harry aus Kinderschokolade. Tschüss, sagt Harry Hase. Tschüss, euer Schokofan. Bis bald im Kinderschokoland. Neu von Kinderschokolade. Morgens Aronal, abends Elmex. Der medizinische Doppelschutz gegen Parodontose und Karies. Zwei links, zwei rechts. Ins Falle, Lose.